Hi! Ja, hier bin ich nun mal wieder mit einem Unboxing-Video von den Living Dead Dolls. Ja, hierbei handelt es sich um die gute Toxic Molly aus der 9. Serie. Ja, ich bin total froh, dass ich die bekommen habe. Das ist nämlich eine meiner ja, Grail-Dolls, sag ich mal, ne? Heiliger Gral. Ja, sie befindet sich schon etwas länger bei mir. Bestimmt schon seit ein, zwei Monaten. Und ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ja, sie ist noch eingeschweißt und ja. Die Dame, bei der ich die gekauft habe, ja, sie hatte mir geraten, die nicht zu öffnen, weil sie halt eingeschweißt noch ist und halt einen höheren Wert hat, wenn man sie wieder verkauft. Aber ich verkaufe meine Puppen nicht. Ich habe zwar mal welche verkauft, habe das aber bereut. Bis auf bei einer, weil die hatte mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ich verkaufe sie nicht. Also ich bin da nicht so bei dem Geld so hinterher. Also weiß ich nicht. Ich denke mal, wenn ich sie irgendwann mal nicht mehr sammeln, keinen Bock mehr drauf habe und sie mir nicht mehr gefallen, dann kriege ich die auch trotzdem halt noch verkauft, auch wenn sie nicht mehr eingeschweißt sind, aber man bekommt halt nicht mehr, ne? Man bekommt halt nicht mehr den vollen Preis oder dementsprechend noch mehr, wenn die Puppe bis dahin noch seltener geworden ist, dann ist die natürlich noch mehr wert, aber ich, ja, das weiß ich nicht. Ich muss die auspacken, ich muss die anfassen, ich muss die mir angucken und ja, das werde ich jetzt tun, ohne schlechtes Gewissen. Ja, wenn ich es später bereue, dann habe ich halt Pech gehabt, ne? So ist das halt. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann die nicht die ganze Zeit eingeschweißt dann da einfach stehen lassen. So. Oh, da geht schon eine Decke mit auf. Sorry fürs Knistern. So, ist jetzt ein ganz besonderer Moment. Hier haben wir einmal den Text. Da fängt schon an. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Ja, die Texte sind ein bisschen, ja, schwierig manchmal. Oh, hier ist noch ein Schutz. Ja, der Sarg ist, ja, ist wie immer, ne? Normal schwarz. Hier haben wir wieder dieses Bild in dem Deckel. So. Ah ja, von hinten sieht das wieder so aus. Eigentlich auch so wie immer. Mal gucken, ich mache das jetzt erstmal mit euch zusammen hier auf. Wenn es zu lange dauert, dann mache ich halt einfach Pause und ja, ihr kennt das ja. Gucken, ob wir das hier so jetzt hinbekommen. Ne. Machen wir es einfach so. Hier wird es ein bisschen schwieriger. So ein bisschen rumbiegen. Ja, so sieht das halt immer aus, ne? Das ist auch gut so. Dann fliegt die Puppe da drin nicht herum, ne? Das ist schon eigentlich ganz gut gemacht. Autsch, tut ein bisschen weh. Mal gucken, ob ich das hier mit meiner. Ja, komm schon.
Naja, die Schere ist jetzt nicht gerade die beste, aber es geht. Natürlich seine Richtigkeit haben, ne? Nicht jetzt. So. Oh, 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 oh. Da habe ich, glaube ich, was vergessen irgendwo. Oder? Ah, Mist, da habe ich was vergessen. Nochmal raus. Ja, da oben. Das habe ich irgendwie gerade übersehen. Ah, das Schild. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen chaotisch ist. Aber ich dachte, ich nehme euch mal hier mit, wenn ich die hier so auspacke. Kriege ich das hier so? Nee. Ja, es ist immer so ein bisschen friemelig hier. So, die legen wir erstmal zur Seite. Ob ich das jetzt wieder hier einigermaßen vernünftig reinkriege. Ja, ich sag euch, das ist immer ein bisschen gefriemel. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung, weil ich kaufe mir nicht mehr so oft diese Living Death Dolls. Weil die halt einfach super teuer werden nach einer Zeit. Es fängt dann so mit 40 Euro, glaube ich, an mittlerweile. Waren früher auch mal günstiger, wenn die neu rausgekommen sind. Und ja, die werden halt immer teurer. So, jetzt aber. Tut mir echt leid, aber ich dachte, ne, ich nehme euch da mal mit, wie das dann so ausschaut mit diesem ganzen Gedöns hier. Was ist denn hier mit ihrem Kleid eigentlich los? Ach, hier haben wir noch einen. Meine Güte. Ich weiß, es hat alles seine Richtigkeit. Aber ich bin aufgeregt und ungeduldig gerade. Oh, hier haben wir sie. So, die gute Toxic Molly. Ja, ich bin nicht schwer, ich bin immer direkt an den Haaren zugange. Naja, die sind ein bisschen komisch. Oh, sie ist ein bisschen schmuddelig. Ich weiß nicht, ob das absichtlich so ist. Welche Flusen drauf. Ja, kann schon mal passieren, sowas. Ja, hier haben wir auf jeden Fall erstmal einmal die Maske, die ich sehr cool finde. Ich frage mich jetzt nicht, was das für eine Art. Klar, es ist eine Gasmaske, aber wo die jetzt herkommt, ich habe keine Ahnung von sowas. Aber ich finde es halt ziemlich cool gemacht. Oh, ob ich die absetzen möchte? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eher schwierig. Ah. Tada! Das ist ihr Gesicht. Oh, hoffentlich kriege ich die Maske gleich wieder runter. Ja. So sieht sie unter der Maske aus. Es gibt übrigens noch eine andere Variante von ihr. Da hat sie ein türkises Kleid an. Oder grün, ich weiß nicht genau. Das gleiche hier nur ein türkis oder grün und das glaube ich auch eher in so einem Grünton dann hier das Face-Up. Ja, kann man sehen mit dem Rot um die Augen und ein bisschen schmuddelig hier an den Wangen und der offene Mund. Kriegen wir das jetzt wieder runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, oh Gott. Oh mein Gott. Das war keine gute Idee.
So, ich habe jetzt mal wieder die Maske aufgesetzt. Das hat ein bisschen gedauert, weil es echt sehr schwierig ist, die wieder hier über das Kinn zu bekommen. Das war jetzt echt nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall habt ihr sie jetzt mal unter der Maske gesehen. Lustig, wie das so, hui, so rumwackelt. Ja, ihre zwei Zöpfchen hat sie mit ihren Schleifchen dran. Ist schon, ja, ziemlich cool. Ja, ihr Kleid fühlt sich hier so ein bisschen leicht samtig an. Mit Spitze versehen. Voll cool. Sonst haben wir keine besonderen Details. Ja, gelbe Socken. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob das mit der Zeit einfach so durch die Lagerung halt einfach so geworden ist. Keine Ahnung. Ja, die typischen Living Dead Dolls Schuhe. Ja. Steht die gute? Ja. Oh, ich lasse die ja sowieso in dem Sarg drin, weil ich finde, das sieht cool aus, wenn man die sich so hinstellt. Weil wenn man sich die Puppen so hinstellen würde, dann würden die nur einstauben. Das wäre schon ziemlich schade. Jetzt habe ich hier so einen unschönen Knick drin. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Muss ich noch mal genauer schauen später. Ja, das ist Toxic Molly. Ich bin froh, dass ich sie jetzt habe nach langer, langer Zeit. Schauen wir uns noch das Todeszertifikat an. Macht das so wie immer, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich halte das wieder in die Kamera. Ich lese auch mal kurz. Ja, mein Englisch ist nicht so gut, so manche Wörter, ja, kenne ich irgendwie nicht so. Ja, ich weiß, das ist heutzutage eine Todsünde, wenn man kein Englisch richtig kann. Heißt nicht so, dass ich damals schlecht war in Englisch. Ich hatte mal 2 und 3. Aber naja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Was haben wir denn hier noch? Klappmess. Ach so, das sind nur noch mal so Fragen. Aber ja, Mesco-Toys. Mesco ist auch, ja, also eine coole Firma, aber auch manchmal ein bisschen seltsam, was so manche Dinge angeht. Es gab mal einen Fall, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich weiß nicht mehr. Es gibt halt so bestimmte Living Dead Dolls, die, wo die Firma das irgendwie nicht wollte, dass das irgendwie hier in Deutschland rauskommt oder wollten sie nicht. Oder sie liefern halt auch nicht in andere Länder. Das ist doch ziemlich schade, finde ich. Aber gut. Ich wollte nämlich mal bei der Firma bestellen, weil ich dann noch eine besondere Living Dead Doll gesucht hatte. Und dann habe ich gesehen, dass die, glaube ich, nur in die USA liefern. Korrigiert mich, falls ich falsch liege oder sich mittlerweile was geändert hat, wenn sich da jemand auskennt. Aber das finde ich doch schon ziemlich schade. Na, da muss man sich dann ja auf eBay verlassen und hoffen, dass man dann dort mal Glück hat und seine, ja, seine Grail Dolls bekommt. Ja, auch der Kragen hier ist auch hübsch. Sehe ich gerade hier. Ja, ihr Lieben, das war
Toxic Molly. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Würde ich sagen, wir hören uns im nächsten. Bye bye.